Jetzt sind wir am Busbahnhof. Wie es von hier aus weiter zur Uni geht, da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder mit dem Bus oder mit dem Fahrrad. Wir zeigen euch jetzt erstmal die Möglichkeit mit dem Fahrrad und später kommt dann der Bus. Die von uns vorgeschlagene Route startet hier an der Ohligsmühle. Wir fahren als erstes auf die Südstraße. Langsam arbeiten wir uns aus dem Tal nach oben. Hier fahren wir noch an der Schwimmoper vorbei. Kleiner Tipp für den Einstieg: nicht hetzen lassen, sein eigenes Tempo finden und gemütlich den Berg hochfahren. Von der Südstraße wechseln wir auf die Steinbeck. Jede Ampel rot, das ist schon außergewöhnlich. Und aber auch mit dem Auto geht es nicht schneller. Von der Steinbeck fahren wir in die Pfalzgrafenstraße. Diese Straße ist eine für den Gegenverkehr freigegebene Einbahnstraße. Das machen wir uns zunutze und fahren hier gemütlich den Grifflenberg hoch. Neben der moderaten Steigung hat die Pfalzgrafenstraße noch einen Vorteil, und zwar ist sie relativ verkehrsarm. Ja, unabhängig davon, ob ihr über die Pfalzgrafenstraße kommen oder direkt die Max-Horkheimer, hier haben wir die Möglichkeit, die Fahrräder vorm Berg abzustellen und über die Treppe an der Mensa vorbei zur Uni zu kommen. Wer sein Rad nun aber am Haupteingang beispielsweise abstellen will, der muss weiter in die Pedale treten. Bergan geht es weiter über die Max-Horkheimer Straße. Und weiter über die Gaußstraße bis zum Haupteingang. Dort sind zahlreiche Abstellanlagen vorzufinden. Ja, jetzt sind wir hier am Grifflenberg angekommen und ja, es ist ein Berg, aber mit ein bisschen Übung ist das auf jeden Fall machbar. Es ist eben nur der Grifflenberg und nicht L'Alpe d'Huez. Pro-Tipp vom Uniradler-Team: zweites T-Shirt könnte nicht schaden, ansonsten ist das eigentlich ziemlich gut machbar. Schauen wir uns das Ganze nochmal auf der Karte an. Wir fahren die Südstraße hoch, über die Eisenbahnbrücke in die Steinbeck ein. Die Pfalzgrafenstraße führt uns nach oben. Dort haben wir dann die Möglichkeit, Fahrräder schon an der Radabstellanlage unter der Fußgängerbrücke abzustellen. Außerdem kann man weiter zum Hauptcampus fahren. Wir haben jetzt in die Karte auch mal einige Strecken eingetragen, die man ebenfalls fahren kann oder die uns in Gesprächen mit anderen Radfahrenden, Studierenden empfohlen werden. Auf der Facebook-Seite von den Uniradlern oder der Webseite von talradler.de gibt es auch weitere Strecken oder werden wir zumindest in den nächsten Wochen weitere Strecken zur Uni vorstellen. Und nach getaner Arbeit kommt der schönste Teil, dann geht es nämlich nur noch bergunter nach Hause. Der große Vorteil, wenn man von der Uni wieder runter ins Tal fährt, ist, dass man keine Umwege suchen muss, sondern man kann direkt runter ins Tal fahren. Und das macht sichtlich Spaß.
zurück am Busbahnhof. Wir haben gesehen, wie schnell das geht. Bergunter ist dann definitiv die große Belohnung am Ende des Tages. Und jetzt zeigen wir euch die nächste Möglichkeit, nämlich wie wir mit dem Bus oben auf den Berg kommen. Manchmal möchte man morgens dann doch den Bus nehmen, aber auch hier braucht man auf sein Rad nicht zu verzichten. Unser Tipp: Mit dem Rad ist man ja flexibel unterwegs, von daher nehmen wir keinen der überfüllten Uni-E-Busse, sondern einen City-Express zum Hanner Berg. So, wir sind jetzt hier am Hanner Berg angekommen mit dem Bus und zeigen euch jetzt, wie man von hier aus zum Kreuzberg kommt. Vom Hahner Berg aus haben wir direkt zwei Möglichkeiten, Uni-Standorte zu erreichen. Zum einen die Außenstelle am Freudenberg und zum anderen ebenfalls den Hauptcampus. Wir fahren als erstes mal zum Freudenberg. Diese Stelle hier wird nachher auch noch wichtig sein, denn hier geht es nachher runter zum Hauptcampus. Wir fahren aber erstmal geradeaus zum Freudenberg. Unser Weg zum Freudenberg führt uns durch den Von der Heydt Park. Durch eine kleine Nebenstraße geht es auf den Radweg neben der L418. Über die Straße am Freudenberg erreichen wir den Haupteingang dieser Uni-Außenstelle. Wir spulen mal eben kurz zurück an die Stelle, wo ich gerade gesagt habe, dass wir hier zum Hauptcampus abbiegen. So, wir kommen jetzt vom Hahner Berg und zeigen jetzt, wie wir eigentlich auf ganz gemütlichem Wege einfach runter Richtung Grifflenberg rollen können von hier oben. Die Abfahrt vom Hahner Berg zum Hauptcampus macht einfach nur Spaß. Hier kann man locker das Rad rollen lassen und noch etwas frische Luft vor der Vorlesung tanken. Die Karten für die Strecken vom Hahner Berg zum Freudenberg und vom Hahner Berg zum Grifflenberg sind unter diesem Video verlinkt. Ja, jetzt sind wir nun endgültig an der Uni angekommen. Jetzt haben wir den Haspel gesehen, den Freudenberg gesehen. Jetzt sind wir zweimal hier hingefahren, einmal mit dem Bus und einmal mit dem Rad. Ja, was ist so euer Fazit? Ja, letztendlich, dass wir zeigen wollen, dass es verschiedene Wege gibt. Also für jeden das Individuelle halt, wenn man lieber mit dem Bus hochfahren will, dass man die Möglichkeit hat eben, gerade mit der Fahrradmitnahme auf unserem Uni-Ticket, was halt inklusive ist. Und Wuppertal hat auch keine Einschränkungen mit der Mitnahme in den Bussen. Das funktioniert auch meistens sehr gut. Mit dem Fahrrad haben wir die Möglichkeit, auch verschiedene Busse zu nehmen, weil wir auch dann ja auf der Höhe wieder flexibel sind. Und wie wir gesehen haben, vom Hahner Berg zum Freudenberg bewegen wir uns auch über keinen Berg mehr drüber. Ja, das ist ein gutes Fazit. Und das heißt auch nur ein kleiner Ausschnitt der möglichen Wege. Es gibt deutlich mehr Wege. Genau. Also da gibt es vielfältige Möglichkeiten, auch welche, die noch ein bisschen schneller sind, dafür ein bisschen mehr Steigung haben. Für die Leute, die sportlicher unterwegs sind, gibt es auch noch einige, die vielleicht noch, wie gesagt, schneller sind. Aber ein bisschen ambitionierter dann. Genau. Ja, auf jeden Fall, es macht Spaß, probiert es aus. Wir sind auch nicht die Einzigen, kein Witz, in der Garage stehen noch andere Fahrräder und es ist an dieser vorlesungsfreie Zeit und etwas bedecktes Wetter. Von daher, das war's von uns. Bis zum nächsten Mal.